Hallo Leute, liebe Zuschauer. Letztens hatte ich ja mal solche Fußabdrücke für ein Schulprojekt ausgesägt. Und jetzt starte ich mit dem zweiten Versuch. Das ist jetzt ein aufgeschäumtes Kunststoff. Letztes Mal hatte ich ein PMMA genutzt. Dieses PMMA war allerdings nicht geeignet für das Projekt. Dieses konnte ich jedoch feststellen, nachdem ich mal eine Bruchprobe gemacht habe. Und zwar ist PMMA recht. Also ich habe Sicherheitsbrille, schnittfeste Handschuhe. Bitte nicht nachmachen. Ich habe so einen Fuß aus 2 Meter Höhe runterfallen lassen. Und vermutlich war es auch wegen der Kälte, es war draußen gewesen, ist er auch so gesplittert, ähnlich wie dieses Reststück. Ja, mit diesem aufgeschäumten passiert, kann sowas jetzt nicht mehr passieren, das biegt sich, habe ich schon getestet, also da. Und die werde ich aussägen an meiner Bandsäge. Ihr kennt sicherlich diese Bandsäge, die ist mit ganz feinen Sägebändern. Und von 1,03 mm Stärke, also dicke Stärke ist 1,03 mal, was weiß ich, 0,34 im Querschnitt Millimeter. Und ich habe ja auch an der Dekupiersäge schon mal gesägt, diese Teile. Und in mehreren Schichten, in 4 Schichten, das heißt 12 mm. Die obere Schicht war immer schön sauber, bei den unteren haben sich noch die Späne ein bisschen nicht eingebrannt, aber die waren dann da vorhanden, dass man sie leicht abkratzen konnte. Wie es jetzt mit der Bandsäge geht, das dürft ihr jetzt im nachfolgenden Beitrag sehen. Also, viel Spaß beim Zuschauen und den Link zu den Eigenschaften der Bandsäge setze ich nochmal unten für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Und so wünsche ich euch, seid schlau und bleibt neugierig. Danke. Also ich habe jetzt zügig gesägt. Der Sägeschnitt ist vom Sägeblatt her von der Qualität sehr gut.
Also, die Füße sind recht gut gelungen. Auch aus dem richtigen Material diesmal. Die Sägeschnittkanten, die sind recht passabel. Auch wenn ich jetzt teilweise neben dem Strich gesägt habe, aber bei organischen Formen ist das kein Problem. Das ist halt so. Mal ist ein Fuß ein bisschen größer, mal schmäler, mal breiter, etc. etc. Ja, interessante Links zu den Themen wie Sägebänder oder Dekupiersäge, Bandsäge, setze ich unten in dem Text rein. Dieses Kunststoff habe ich hier in einem hiesigen Baumarkt gekauft, also selbst bezahlt, nicht gesponsert. Und ich freue mich, dass ich nun das richtige Material gefunden habe für mein Projekt. Soweit, danke fürs Zuschauen, seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao.